So, da geht's auch schon wieder weiter. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie die Folgen jetzt aufgenommen wurden, aber das wird schon alles in den rechten Gang hier gehen. So. Habe ich das dort vergessen? Klar. Wieder was vergessen, aber soweit haben wir ja alles richtig gut bestückt jetzt hier. Das ist sehr gut. Das freut einen doch hier, damit das wieder richtig schön wachsen kann. So, das nochmal. Und dann wäre das Feld fertig für die nächste Ernte. Dann gibt es eine Erntedankfest. Wir machen eine Erntedankfest. Gehen wir nochmal zu den Hühnern, weil die Hühner bekommen jetzt das Korn wieder in die Trube. Also sonst kann ich die Hühner nämlich nicht füttern. Das ist nämlich sehr wichtig, dass ich die füttern muss. Damit die sich immer mehr vermehren. In der Hoffnung, dass sie nicht irgendwann mal abhauen, wenn ich hier rein und raus renne. Ja. Deshalb ist es doof, dass das Hühnchen jetzt hier ist. Habe ich überhaupt. Und hier habe ich noch einen Zaun einstecken und sogar noch ein Tor. Das ist sehr gut. Denn ich mache mir nämlich jetzt hier. Müssen die Hühner nur irgendwie weggehen hier. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Was ist mit dir? Warum gehst du hier nicht weg? Hä? Ist das Huhn noch schwarz? Ein schwarzes Huhn, Leute. So, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als das Huhn hier zu töten. Leider. Es muss jetzt leider sein, tut mir leid. Aber... das kann ja hier bleiben. Weil da habe ich nämlich die Möglichkeit... aber guck da mal her, wie das hier aussieht jetzt. Dass sie dann nämlich auch hier durchgehen. Auch nicht mal rausgehen hier. Das ist es ja dann. Muss ich das Huhn natürlich auch töten. Das geht jetzt nie anders. So. Was sind die jetzt hier hinten? Ich glaube, ich spinne. Ich weiß, ich mache es schon wieder viel zu kompliziert. Was sind die jetzt hier hinten drinne? Warum? Huhn, gehen wir doch mal aus dem Weg jetzt hier. Die Truhe muss nämlich woanders hin, sonst funktioniert das nämlich, ne? Ich tue die jetzt hinten in die Ecke rein. Da zwar alles nochmal neu einsortieren hier, ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir können uns auch schon so gut wie neue Hühner machen hier dann, das ist ja alles kein Problem. So, tun wir alles mal schön einsortieren hier. Aber schon genug erwähnt, warum ich alles einzeln reinschmeiße. So, hätten wir das erstmal. Hier haben wir auch noch ein paar Eier rumliegen, die können wir auch noch gleich noch mitnehmen hier. Weil die Viecher hier, die legen ja mehr als genug. Und wenn den paar Hühnern, die jetzt drauf gegangen sind, ist es nicht allzu schlimm. So, das wäre es, glaube ich, erstmal gewesen. Diese ganz kleinen Viecher hier, die sind immer ganz, ganz lästig, sage ich es einfach mal so. Und jetzt wollen die hier, womöglich wollen die es alle hier raus jetzt wieder hier und... hey, das wird doch nichts hier, Mensch. Tja, dann müsst ihr halt damit leben. So. Passt schon. Jetzt habe ich 4 Minuten nur mit den Hühnern verbracht hier. Ich glaube, ich spinne.
So, ich gehe jetzt erstmal ins Haus. Und werde das Fleisch erstmal hier reinschmeißen. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch ein bisschen Weizen und eine Feder. Gut, hat so nichts mit Essen zu tun, aber naja, man hat es halt erstmal. Oh, meine Hand schläft ein. Das ist natürlich nicht so gut. So. Ich weiß ja nicht mehr, was wir aus diesem Gebäude hier machen. Kann ich euch nicht sagen. Wir müssen nochmal zu den Kühen gehen. Sonst funktioniert das alles nämlich nicht hier, weil ich will so eine Vorrichtung auch nochmal bei den Kühen auch nochmal, oder? Ich weiß es nicht, was besser ist. Ist das jetzt so besser oder andersrum? Das kann ich euch echt nicht sagen, aber ich glaube mal, sind die Kuh auch noch hier rum? Na gut, bei den Hühnern ist es angebracht, aber nie bei den Kühen. Bei den Hühnern ist es angebracht, weil die sind so schnell, die Viecher, das ist Wahnsinn. So, was können wir denn jetzt hier ablagern? Was haben wir denn hier noch alles? Wir haben jetzt Holz und Erde. Ich glaube mal, die Erde, die machen wir, glaube ich, zuerst. Und dann würde ich sagen, dass wir schon mal anfangen mit unserem dritten Standort. Ich habe es schon so oft erwähnt. Es wird wirklich Zeit, dass wir jetzt da mal anfangen. Dass wir uns den dritten Standort jetzt noch mit einrichten. Ich glaube, das alles kann ich mal noch ein bisschen behalten hier. Ich werde mal gleich mich hier so ein bisschen einsortieren. Sand. Die Treppen. Ein bisschen Pflasterstein. Die Schienen, die könnten wir auch noch gebrauchen. Ganz klar. Na, vielleicht könnte man sich sogar noch so eine kleine Zugverbindung noch machen. Das wäre eigentlich auch mal ganz nice, wenn man sich von einem Standort zum anderen so eine kleine Zugverbindung. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Wenn man sich das so überlegt. Wartet mal kurz. Ah, der Kopfhörer, der drückt schon wieder so oft die Ohren hier. Das ist richtig unangenehm. Ich muss aber jetzt gucken, wie ich da die Schienen noch mitbaue. Aber ich werde mir erstmal hier nochmal eine Fackel hinsetzen, genauso wie hier hinten. Damit die Wege hier noch ein bisschen beleuchtet sind. Und hier setzen wir, glaube ich, uns auch nochmal eine hin. Auch wenn es symmetrisch jetzt nicht ganz übereinstimmt. Aber das geht schon klar, sage ich mal. Gut, hier haben wir auch schon wieder viel geschafft. Und jetzt renne ich mal schnell hier unseren schönen Weg hier lang, den wir uns hier geschaffen haben. Somit brauchen wir nicht quer durch die Welt hier eiern. Und Angst haben, dass wir hier nicht finden. Können wir das nämlich so machen und da passt das nämlich auch. Na, vielleicht können wir hier auf dem Weg auch noch irgendwo was abtragen oder irgendwas suchen an irgendwelchen Elementen, Mineralien, keine Ahnung, wie man es jetzt irgendwie nennen kann, aber wäre schon ganz praktisch. Wenn wir uns hier noch ein paar Stellen machen könnten oder machen würden, wo wir dann natürlich auch graben und suchen nach Diamanten, Gold, Lapis Lazuli und keine Ahnung was. Das wäre mal vom Vorteil, wenn wir uns da noch ein paar Stellen machen würden, wo wir dann noch ein bisschen erforschen können. Ja, und da sehen wir auch, dass der Weg da auch ein bisschen zugeschneit ist. Ist ja nicht ganz so schlimm, ist ja trotzdem noch, wo man langläuft. Und die Fackeln, die machen das eigentlich auch noch ganz gut. Aber ist trotzdem schon ein bisschen lästig mit dem ganzen Schnee. Naja, wir haben halt eine kleine Winterwelt hier in der Nähe. Und da würde ich mal sagen, da ist es nicht allzu schlimm. Ich finde es halt auch schön, dass wir eine kleine Winterwelt haben. Ich finde es aber halt nicht so schön, wenn dann der ganze Weg damit zuschneit. Das mag ich jetzt überhaupt nicht so sehr. Aber das geht aber trotzdem so, denke ich. So, und jetzt kommen wir hier an unsere Stelle, an die Trittstelle. Und den Weg hier, den würde ich gern noch verbreitern wollen. Gut, hier habe ich ja noch zwei Schaufeln. Und das werde ich auch gleich mal anfangen. Aber das wird alles erst in der nächsten Folge werden. Ich kann ja schon mal ein bisschen anfangen, aber es ist viel schöner, wenn der Weg dann halt dreimal so breit ist. Bis dann erstmal.